Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Opposition zwischen Mars und Pluto, Mars Herrscher des 7. Hauses, Nebenherrscher des 6. Hauses und eingeschlossener Herrscher des 12. Hauses im Löwen im 4. Haus, was schon mal eine sehr, sehr starke Aussage ist, weil wir sehen, wir erkennen hier, dass das Thema Auflösung und Verlust des Zuhauses hier ein bisschen angesprochen ist. Das Thema unbewusste Ängste, das 12. Haus steht auch für Ängste, für Befürchtungen. Und hier sehen wir auch gleichzeitig das Thema 6. Haus, Krankheiten, auch mit an Bord. Das heißt, man kann diese beiden Faktoren, eingeschlossener Herrscher 12. Haus und Nebenherrscher des 6. Hauses, durchaus zusammenfügen. Das heißt, die Leute haben hier unbewusste Ängste bezüglich des Themas Krankheiten und Frostschutz. Gleichzeitig sehen wir aber auch Spitze 7. Haus, auch von Mars regiert, und das bedeutet, gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten, es könnte zum Beispiel sein, dass Probleme mit Handelspartnern, weil Spitze 7. Haus befindet sich ebenfalls, wieder Aszendent, auf 29 und 4 Graden, also auf Fischegraden, dass sich die Beziehungen zu Handelspartnern auflösen. Es kann aber auch durchaus mit militärischen Auseinandersetzungen im Osten zusammenhängen, die sich auch auf die Bevölkerung problematisch auswirken, weil hier eben das 6. Haus dann mit an Bord ist. Wir sehen über die Opposition zu Pluto, auch wenn er rückläufig ist, dass die Bevölkerung sehr wütend ist. Große Wut eben bezüglich Unsicherheiten und auch Angst vor Verlust des Zuhauses. Und wir haben hier auch in diesem Zusammenhang einen Spiegelpunkt zwischen Mars und Sonne. Wenn wir uns das einmal anschauen, erkennen wir, dass es ein super enger Spiegelpunkt ist. Mars auf 0 Grad 16, Sonne 29,50, ergibt zusammen 30 Grad und 6 Minuten, also auf 6 Minuten ein Spiegelpunkt, das ist schon sehr, sehr eng. Genau dasselbe Spiel mit Pluto, ebenfalls zur Sonne. Und wir können natürlich auch den Mars zu Aszendent und auch Pluto zu Aszendent in Relation als Spiegelpunkt setzen. Dann bekommen wir hier addiert 29 Grad und die 16 Minuten dazugerechnet 20 Minuten. Also 40 Minuten ist das ein Spiegelpunkt, ist auch relativ eng und ist auch sozusagen nicht zu unterschätzen. Und natürlich haben wir hier einen meines Erachtens noch engeren Spiegelpunkt zwischen Aszendent und Jupiter, gibt zusammen 30 Grad 4 Minuten. Ja, jetzt kannst du sagen, das ist lächerlich. Stier und Stier spiegeln. Ja, warum soll man nicht über 15 Grad Stier auch spiegeln? Was ist daran verboten? Wir können ja die Dinge so machen, wie wir wollen. Das heißt, wir erkennen hier Sonne in Spannungszustand mit Mars. Die Sonne als Herrscher des 5. Hauses auf Skorpiongraden 1923. Wir wissen, 1923 war ein heftiges Krisenjahr, Spitze 5. Haus im Löwen auf Skorpiongraden. Das heißt, wir kennen hier eine schwere Verspannung der Sonne, eine feste Verspannung, weil wir haben hier Löwe, Skorpion und Stier angesprochen, weil die Sonne befindet sich auf 2950 noch im Stier. Am selben Tag geht dann die Sonne natürlich in den Zwillingen, in das Sternzeichen Zwillinge über. Die Spannung zwischen Sonne und Mars bedeutet auch eine aggressive Stimmung, auch eine sozusagen Aufladung mit Energie, mit Kraft, weil das ist es ja. Mars steht für Kraft und die Opposition Mars-Pluto steht für eine immense Kraftversorgung, auch wenn es rückläufig ist, sehen wir doch ein hohes Kraftpotenzial. Und hier fokussieren diese beiden Planeten über die Spiegelpunkte direkt auf die Sonne. Und ich würde sagen, weil wir so einen interessanten, spannenden Spiegelpunkt, glaube ich, selten hatten, schauen wir mal, was das bedeutet. Und hier haben wir Mars, Pluto, und hier steht Arbeitsmensch, bis zum Zusammenbruch arbeiten können, Unfall, Gewalt, Maßnahmen. Also das heißt, auch hier fällt der Begriff Aufregung durch höhere Gewalt. Die Atomformel kann ich vielleicht jetzt noch nicht so richtig einordnen, aber warten wir mal ab. Wir sehen auf jeden Fall hier, dass zum Aszendenten, weil der langsamere Planet seine Energie zum schnelleren zuführt. Also das heißt, Pluto führt die Energie zunächst zum Mars und dann zur Sonne, aber auch direkt zur Sonne. Das heißt, wir haben hier eine schwere Verspannung
für die nächsten 270 Tage, weil wir gesagt haben, Sonne am Aszendenten beeinflusst dieses Horoskop am stärksten. Und hier führen sowohl der Mars als auch der Pluto ihre Energie auf die Sonne als Fokuspunkt. Das heißt, der Faktor Verlust des Wohlstandes, Verlust des Wirtschaftswachstums wird hier dramatisch verstärkt durch starke Ängste, aber auch durch Ereignisse im Osten. Und das Ganze beeinflusst sowohl die Staatsdebattenjunta als auch die Bevölkerung. Und beim Stichwort Bevölkerung schauen wir uns einmal an, wer steht für die Bevölkerung. Wie üblich immer der Mond auch, aber in dem Fall ist es tatsächlich der Mond. Denn Spitze viertes Haus steht im Krebs, aber auch die Spitze des dritten Hauses steht ebenfalls im Krebs. Und die Aussage, dass es sich hier bei der Sonne um unseren Wohlstand geht, der verloren geht, weil wir haben hier Skorpion gerade, wir haben hier Vakuum gerade, totale Auflösung. Vakuum gerade bedeutet ja, das existiert regelrecht gar nicht mehr, das ist weg, ja, Verschwindibus Maximus. Also das heißt, diese starke Besetzung im Zusammenhang mit Wohlstand und auch Wirtschaft wird hier über Herrscherin von drei Mond auf Krebsgraden, das heißt doppelte Besetzung für die Bevölkerung, Mond in den Zwillingen auf 17 Grad 16, sind zwar noch waagegerade, würde man sagen, naja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, also schaut doch gut aus, luftig, locker, heiter gestellt in den Zwillingen, im ersten Haus dynamisch, feurig und so weiter. Aber schauen wir uns einmal die Grade an zwischen Saturn und Neptun und dann werden wir diese Ansicht relativ schnell revidieren. Saturn 6 Grad 35 plus den Neptunwert 27 und 14 ergibt 33 Grad 49. Runden wir 33, 49 auf 34 auf, dann kann ich nämlich leichter rechnen. Und 34 dividiert durch 2 sollte gemäß meinen Rechenkünsten so ungefähr in den Bereich von 17 kommen. Ja? Also 17 mal 2 ist 34, ja, das, mit 10 Fingern habe ich das geschafft, ja? Muss man auch einmal anerkennen. Also das heißt, wir haben hier ein Quadrat des Mondes in die Halbsumme von Saturn und Neptun. Und sowohl Saturn als auch Neptun befinden sich in den Fischen. Und Neptun ist obendrein noch Herrscherin des 12. Hauses. Also das heißt, hier wird es dann recht grimmig. Und die Halbsumme zwischen Saturn-Neptun im Quadrat zum Mond bedeutet Depressionen, Niedergeschlagenheit und seelisches Leid der Bevölkerung. Ja, und im ersten Haus wird das Ganze dann sehr, sehr offensichtlich. Also das heißt, wir haben hier auch eine stark emotionale Besetzung für die Bevölkerung. Was mich an dem Horoskop fasziniert, bitte zählen wir mal gemeinsam die Anzahl der festen Planeten. Jupiter, Merkur, Uranus, Sonne, 4 Planeten im Stier, fest. Mars im Löwen, fest, der 5. Pluto im Wassermann, wenn auch rückläufig, fest. 6 Planeten befinden sich hier festgestellt. Gleichzeitig Aszendent Stier, wenn auch auf 29 Grad, und Medium Zöli im Steinbock. Also das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr statische Energie. Das heißt, ich kann hier jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass sich das Ganze hier jetzt explosiv entladen wird. Das kann ich nicht garantieren. Aber ich kann hier mal sagen, wir haben hier eine gewaltige Vorspannung. Ja? Wir haben hier eine heftige Vorspannung und um den wievielten herum habe ich gesagt, um den 10. Juli herum kann das ungefähr hier, also sagen wir Mitte Juli hier, haben wir hier starke Ereignisse, die sich hier punktuell auslösen könnten oder weil wir hier den 5-Grad-Bereich bereits berührt haben, können wir gleich nachvollziehen. Spitze 4. Haus 26, 35, genauso wie Spitze 10. Haus 26, 35 und das bedeutet, dass die beiden mit 16 Minuten hier auf jeden Fall im Bereich der 5-Grad-Zone sich befinden. Also das heißt, da ginge sich noch ein bisschen etwas aus. Also das bedeutet, wir haben hier eine Auslösung ungefähr ab Juli, die dann bis zum 14. Februar 2024 gilt. Ich habe jetzt mal nachschauen müssen wieder. Das heißt, wir haben hier ab hier eine starke Auslösung. Aber über die Spiegelpunkte von Mars und Pluto haben wir es genau genommen schon ab dem 21.05. eine sehr, sehr impulsive und gespannte Wut, gespannte Energie. Und Jupiter im, naja, was haben wir hier? Was haben wir hier für ein Gebilde?
Müssen wir mal schauen. Jupiter befindet sich auf einem Grad und bildet hier ein heftiges, festes Quadrat vom Stier auf Löwe und hier von Stier auf Wassermann auch ein heftiges, festes Quadrat. Wir wissen, dass die Energie von Mars und Pluto immer wieder für Mut steht. Mars-Pluto-Energie steht für das Übersehen von Gefahren. Also das heißt, hier ist man bereit, mehr zu riskieren, als man dann tatsächlich abschätzen kann. Ich habe das immer wieder gesehen in Horoskopen von Autorennfahrern, glaube ich, Sebastian Vettel zum Beispiel oder Alonso hatten eben Mars-Jupiter-Aspekte. Das macht besonders mutig und verwegen. Also das heißt, hier sehen wir, dass im Bereich der Bevölkerung sozusagen hier diese heftige Energie sozusagen zum Vorschein kommt. Jupiter ist auch noch der Herrscher des 8. Hauses im 12. Haus. Und wie haben wir zuletzt gesagt, wenn Jupiter als Herrscher des 8. Hauses im 12. Haus steht, kann es sein, dass hier die Macht sich allmählich auflöst. Also das heißt, auch hier haben wir eine sehr, sehr spannende Energie. Und ich habe mir aufgeschrieben, Eberdin hat halt über Mars, Pluto, Jupiter sehr positiv geschrieben, aber er kann ja nicht wissen, dass es sich hierbei um ein festes T-Quadrat handelt. Er hat geschrieben, zielbewusst und ungewöhnliche Erfolge. Naja, ich würde sagen, hier geht es auch um ungewöhnliche Kraft, wie sagt man, Entwicklung, Kraftentfaltung, denn Jupiter, ja, Jupiter ist immer, wie sagt man, der Multiplikator, und weil wir es hier um ein festes Quadrat, handelt, erkennen wir eine unglaubliche Vorspannung, die sozusagen, wo die Luft schon regelrecht vibriert. Also dieses T-Quadrat, muss ich ehrlich sagen, das ist massiv. Das ist ein sehr, sehr starkes Horoskop. Gar keine Frage. Jupiter multipliziert hier die Wutausbrüche, die Gewalt, Inszenierungen meines Erachtens ja sehr, sehr beträchtlich. Also ganz, ganz, ganz starke Geschichte. Und wie gesagt, wir haben hier mehrere Auslösungen. Ja, und wir werden es dann ohnehin sehen, wie es eintreten wird, wenn wir hier 22 Tage für eine Hausgröße annehmen. Dann sehen wir hier schon Anfang Juli, sehen wir mit Jupiter auch schon ein kräftiges Ereignis und also ein starkes Lebenszeichen haben wir hier Anfang Juli. Gut, ich würde sagen, das war mal so auf die Schnelle der zweite Teil und der dritte folgt dann wahrscheinlich etwas später, weil ich, tut mir leid, wieder Besuch erwarte. Ich werde dann für uns Bärlauchnudeln kochen, ja, Spiralnudeln oder Spätzle werde ich noch überlegen, aber wurscht, das ist jetzt nicht so wichtig. Und ich kann euch dann beim dritten Teil erzählen, wie es geschmeckt hat. Okay, in dem Sinne, alles Liebe und weiter dann später zum dritten Teil. Ende.